Heil Hitler. Ich helfe dir. Au! Dein Essen ist schon fertig. Ein Bier habe ich auch noch gekriegt. Soll ich dir noch einen Krug holen? Ich hole schon einen. Hol deinen Bruder. Los! Ich folge dem Führer. Folgt ihr mir? Muss mal pinkeln.
Heute jährt sich der feige Anschlag auf den Reichstag in der Hauptstadt zum 10. Mal. Der Brandstifter, Marinos van der Lubbe, wurde doch am Tag des Brandes im Reichstag festgenommen und ein Jahr später, am 23. Dezember 1933, wegen Hochverrats in Tateinheit mit vorsätzlicher Brandstiftung zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde 1934... Schwachsinn! Und warum Schwachsinn? Zum Sündenbock gemacht haben sie ihn, den armen Teufel. Er wurde durch seine eigene Postkarte überführt. Auf der gibt er gleich wie zu, dass er es war. Außerdem haben sie ihn im Reichstag festgenommen. Weißt doch selbst, der Führer... Lass gut sein. Papa, wenn er es nicht war, wer war es dann? SS-Junge. Papa! So was kannst du nicht sagen. Dafür kann man verhaftet werden. Neulich hat Frau Müller zu ihrer Nachbarin gesagt, den Krieg gewinnen wir nicht mehr. Noch am selben Nachmittag hat man sie verhaftet. Und rauskommen ist nur, weil sie zwei Kinder hat und ihr Mann an der Ostfront kämpft. Also wenn dich jemand hört, lass gut sein, Eva. Irgendwann verpfeift ihn eh jemand. Wegen seiner respektlosen Witzen. Und ich habe auch schon eine Ahnung, wer dieser jemand sein könnte. Jetzt hört auf zu streiten. Es ist der letzte Tag mit ihm. Gott sei Dank bin ich hier bald weg. Ich will nicht, dass du gehst. Ich muss aber, Emil. Ich habe meine Befehle. Bleib doch einfach hier. Das geht nicht. Warum nicht? Selbst wenn ich das wollte, ich habe meine Vorgesetzten. Die würden mich doch dann suchen. Versteck dich im Keller und wenn jemand nach dir sucht oder der was Böses will, dann mache ich denjenigen fertig. Das ist lieb von dir, Emil. Aber dann kommt halt dessen Vorgesetzter. Es gibt immer jemanden, dem man folgen muss. Und wir alle haben einen Eid geschworen, dem Führer zu folgen, bis zum End, wenn es sein muss.